Hier könnt ihr Walterlaube sehen. Das ist ein brutaler Schläger gewesen. Und wegen ihm musste ich ein Aufgabenheft führen. Und das musste, bevor abends gemeinsam essen war, vorne auf dem Tisch abgezeichnet liegen. Und wenn es nicht so nach Schäfers Fasson und Aussage geschrieben war, ob es Lüge oder nicht war, ich musste so schreiben, wie er das wollte. Und wenn es auch nicht die Wahrheit war, ich musste anders schreiben und kriegte sonst die Prügel von ihm unausstehlich. Der hat mich so blutig immer geschlagen. Und er war der Einzige, der mir das Heft abzeichnen musste. Und wenn es nicht so war, wie er das wollte, was gelogen war, dann kriegte ich sie. Ich musste immer lügen, da reinschreiben, aber dann kam ich ohne Strafe von dannen. Aber auch im Kuhstall, er war ja der Landwirt und ich hatte meine Pferde. Es war morgens Pferdeputzen, immer in Abstand, aber ich hatte meine Pferde wirklich so ordentlich geputzt und wirklich von 5 bis um 8 musste ich alle Pferde da sauber misten, füttern, putzen und striegeln. Und es war einmal, da war nur ein klein Fleckchen am Hufeisen und ich wurde so verprügelt und musste zur Strafe 3 Wochen lang jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und den Pferdestall und die Pferde putzen. Und wehe, die waren nicht blitzblank. Dann gab es natürlich die Trachtprügel von ihm. Bis zu seinem Tod, wo ich ihn auch gepflegt habe, habe ich ihn nochmal angesprochen für sein Treiben, für seine brutale Arbeit, die er an mir ausgeführt hat. Schon in Heide fing es an, aber das kann man immer noch erzählen. Aber er hat sich dann bitterlich entschuldigt. Und seine Frau natürlich auch, aber was das gekostet hat, er war schäferhörig und war ein Schläger durch und durch. Ja, hier ist der Maurermeister, der verunglückt war und querschnittsgelähmt und Hämorrhoiden und alles hatte. Ihm habe ich meine ganze Liebe geopfert, Katheter gelegt und vieles mehr und so behandelt, jedes i-Tüpfchen, weil sofort, weil er Hämorrhoiden hatte, da angestoßen ist oder sonst was, musste ich dann gleich, weil es geblutet hat, alles wechseln. Ich habe alles für ihn getan, selbst Musik besorgt, all das. Aber er hat sogar meine Kassetten, die ich mir mit Mühe bespielt habe, einfach gelöscht, manche Teile, weil angeblich da Lieder waren, die von Liebe der Text war und meine Arbeit zunichte gemacht. Ich habe ihm gesagt, das ist schrecklich von dir. Dann hatten sie Hochzeit. Das hat er mir gesagt, ich habe auch alles für ihn getan. Gebeten, ob ich ihn anziehen kann, fertig machen kann, all das besorgt. Dann kommt gleich weiter, ich werde die Frau noch dazu zeigen, da ist besser zu verstehen. Hier könnt ihr ihn sehen, wie er lebt und lebt, gut angezogen. Dieser Herr Alfred Matthusen, ein Scherge des Paul Schäfers, ein Verbrecher, der mir in der Botschaft im Beisein dann eine Spritze verabreichte, sodass ich mich nicht mehr äußern konnte, noch sagen konnte, dass ich nach Deutschland sofort von hier will. Das hat er durch die Spritze verhindert, mir eine gegeben in den Oberschenkel, weil er nicht in die Vene spritzen durfte und die Botschafterin oder der Botschafter, ich kann nicht genau sagen, wer es war, weil ich eben die Namen nicht wusste und fremd in diesen Sachen war und mir vieles genommen war. Aber die haben zugesehen, wie es vor sich ging,
und alles zugelassen. Und ich wurde dann von denen in die Wohnung nach Santiago gebracht, ausgefragt, dann sollten wir beten. Und dann hat er mich mit dem Sanka zum Fundo gefahren, ohne einmal anzuhalten. Und daraufhin wurde ich dann im Fundo angekommen, verschlagen. Und da kam dann der Schäfer in den Raum, wo man mich verschlagen und verhört hat.